Hallo ihr Sepplinge da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Jurassic World. Wir stehen hier noch bei dem Kranken, ich glaube das ist ein Triceratops. Müsste es eigentlich sein, nicht? Da gibt es glaube ich zwei Drachen, die so ähnlich aussehen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder es gibt einfach nur einen, habe ich gerade gesagt, Drachen. Ich meine auf jeden Fall Dinosaurier. Oh, Kaninchen. Was ist denn das, Betäubungsheile? Kann ich die Kaninchen betäuben? Oh. Aber es wäre wahrscheinlich auch ungut, wenn ich... Ih, da ist noch so ein Scheißhaufen. Da sollten wir jetzt wohl erstmal mit ihr reingucken und mal reingrabbeln hier. Was sagt denn hier Mr. DNS? Manche Charaktere, wie zum Beispiel Ellie, können Dino-Haufen untersuchen, um herauszufinden, warum manche Dinosaurier krank sind. Es ist, ja, gut. Ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt, aber man braucht auch sowas. Nein. Mal sehen. Mist. Ew. Ernsthaft? Finde die Lego-Gegenstände, die über dem Dinosaurier angezeigt werden, um ihn zu heilen. Okay, das heißt, ich muss einen roten Apfel finden, eine Möhre. Und, ah, das kann er nehmen, der Ranger hier. Und ist das westindischer Flieder? Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Aha, ziemlich, na toll. Und ein Eis müssen wir besorgen. Warum zum Donnerwetter will ein Dinosaurier Eis haben? Gut. Verwende eine Gießkanne. Wie die Ellie besitzt, um Pflanzen zu gießen. Okay. Und jetzt wächst es wahrscheinlich und wir kommen da oben hoch, oder? Was hat so ein bisschen was? Wie heißt das nochmal, dieses Märchen mit den Bohnen? Die Zauberranke? Die Bohnenranke. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Die in den Himmel wächst und... So, Mr. DNS. Manche... Ah ja, okay, gut. Das hatten wir schon. Okay, dann tauchen wir nochmal in dem Shithaufen ab. Okay. Keine Spur von Fliederbeeren. Was haben zum Donner die Dinosaurier hier gefressen? Oh, wir haben Eis gefunden. Im Mist. Das wollen wir mir jetzt ernsthaft geben, armer Dinosaurier. Na schön, sie leidet an Meliatoxizität. Na, wie war das, Sarah? Oh, sollten Sie jemals meine Tochter treffen, sagen Sie ihr nicht, dass ich einen 6 Tonnen schweren Dino nach ihr benannt habe. Okay. Das kann doch auch irgendwie schmeichelnd sein, oder nicht? Okay, dann klettern wir jetzt hier hoch. Müssen wir da jetzt in die Höhle rein? Okay, hier müssen wir jetzt hüpfen. So, da hoch. Zack, 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 zack. Fällt mir ein, ich habe gar nicht aufs Handy geguckt, weil ich angefangen habe aufzunehmen. Naja, es müsste jetzt ungefähr so vor 3 Minuten gewesen sein oder so. Du kannst an Lego-Seilen klettern, um höher gelegene Orte zu erreichen. Verwende L, um hin und her zu schwingen. Drück A, um abzuspringen. Okay, wissen wir Bescheid. Ich sollte wohl eigentlich besser unten schwingen, um weiterzukommen. Aber okay, das hat auch gereicht. Gut, wo müssen wir denn jetzt... Diese ekligen Spinnen hier überall. Pfui. Oh, da sind Bären. Kriegen wir hier noch irgendwas anderes aus den Dingern raus? Ich muss hier jetzt echt alles kaputt hauen. Man weiß ja nie, was man braucht. Das muss er jetzt wieder nehmen. Gehen wir mal hier dem seinem Spürsinn nach. Ich finde das ja interessant. So wie er die Dinge hält, könnte es glatt eine Wünschelrute sein, die Bären. Wo kommen wir denn jetzt damit hin? Wo will denn die Pflanze noch hinwachsen? Ach, ein Apfelbaum. Jetzt. Boah, und das gibt uns extrem viele Stats. Meine Güte.
Gut, einmal wieder runter und ab zu Sarah. So, ich hoffe, es schmeckt dir. Jetzt brauchen wir nur noch... Okay. Jetzt brauchen wir nur noch ein Möhrchen. Wo kriegen wir denn jetzt das Möhrchen her? Wahrscheinlich hier hinten aus dem Haufen. Oh, also ich könnte mir echt Angenehmeres vorstellen, als hier im Mist rumzuwühlen. Aber okay, gehen wir wieder auf Tauchstation. Eigenartig. Ein Möhrchen. Gut, dann... Oh, jetzt war aufs Häschen gehüpft. Oh, armes Kanickel. Lass es dir schmecken. Mikrovesikel ist ja interessant. Ah. Schon okay. Beeindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder putzmunter. Wir sollten uns aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Wir haben allen Ernstes jetzt einen Dino zum Steuern? Wie cool ist das denn? Wenn du einen Dinosaurier geheilt hast, kannst du mit Hilfe von Y steuern. Ach, das ist ja cool. Oh. Oh, es ist nice. Oh, sorry. Können wir hier irgendwas... Ich will hier weiter. Oh, habe ich den jetzt weggekickt? Irgendwie kicke ich hier die Leute weg. Kann ich hier nicht irgendwie mit ihr... Oh, das war falsch. Kann ich hier nichts machen? Hui, nochmal was schöner. Nein, ich glaube... Oh, ich glaube, hab ich die gerade getötet? Tatsache. Sorry, Ellie. Ach, die ist ja knuffig. Sehr süß. Okay, also Besucherzentrum. Nimm. Speichern wir hier nochmal ab. Ich würde sagen, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. So. Gut, Besucherzentrum. Wie kommen wir jetzt zum Besucherzentrum zurück? Okay, wir können nicht schwimmen. Das heißt auch, dass wir hier nicht durchkommen werden. Warum kann ich hier meine Kamera nicht so weit drehen? Muss man hier doch da hinten das irgendwie freiklopfen mit ihr? Oder wie, wo, was? Irgendwie... Die Dinger, da kann ich auch nicht platt machen. Kann ich mit ihr durchs Wasser durch? Selbst wenn, dann wird es wahrscheinlich eher weniger funktionieren. Wenn ich einfach nur durchrenne? Nö, geht auch nicht. So kicke ich die nur wieder weg. Hä? Ja, was? Wie, wo? Was muss ich jetzt machen? Vielleicht kann ich helfen. Riesige Lego-Gegenstände können durch Dinosaurier-Stoßangriffe zerstört werden. Halte X gedrückt, um als Dinosaurier einen Stoßangriff auszuführen. Ach, okay. Sag das doch gleich. Ach, warte mal, dann können wir doch jetzt vielleicht dann noch hier die Steine kaputt machen, oder? Jawohl. Sehr cool. Und jetzt den da hinten den noch. So. Oh. Ich sollte auch zielen. Jetzt habe ich Ellie weggekickt. Jetzt aber. Jawohl. Jetzt müssten wir bestimmt auch noch hier in die Höhle rein können. Aha. Warte, Sarah, bleib hier. Okay, und jetzt? Ach nee, wir müssen so direkt da vor diesem orangenen Ding parken. Das Auto. Jawohl, oh, toll. Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto befinden. Ja gut, wir laufen einfach mal mit Sarah vor. Bis zum Besucherzentrum ist es nicht mehr weit.
Ich bin total überzeugt, Sarah kennt den Weg. Ich meine, ein Dinosaurier, hallo, die muss den Weg kennen. Ich glaube ja nicht, dass dieser Dino sich auf dem Baumstamm halten kann. Wir sollten ihm einen anderen Weg bereiten. Na toll, es hängt schon an zu regnen. Okay, sie brauchen einen anderen Weg, um rüberzukommen. Dann sollten wir gucken, ob wir hier was zusammenbauen können. Da hinten. Ja, okay. Da können wir die Pflanze gießen. Damit sie dann über den Fluss drüber wächst und wir Sarah mitnehmen können. Aber warum... Stimmt, hier gibt es ja keine Brücke. Aber warum müssen wir Sarah überhaupt mitnehmen? Die soll doch in ihrem Gehege bleiben. Ach, supi, die kommt jetzt automatisch hinterher, das ist ja fein. Okay, das heißt, wir müssen jetzt... Ach, wir sollen weiter mit ihr rumrennen. Mist, der Baum ist auf die Schalltafel für das Tor gestürzt. Natürlich, es ist jetzt hier wieder, geht alles schief, was schief gehen kann. Jetzt macht das Ding kaputt, Sarah. Gut, also das hier können wir jetzt auch kaputt boxen. So, zack, weg damit. Dann können wir jetzt die Schalltafel wieder reparieren. Oh, ich mag dieses Schalltafelspielchen irgendwie gerne. Vorher sensen wir noch alles einmal um. Boah. Yay! Haben wir jetzt hier 100% dieses Level? Das ist ja cool. So, zack. Supi. Das werden wir jetzt wahrscheinlich mit ihm bedienen müssen, oder? Ja, genau. Und was müssen wir eingeben? Oben, links, oben. Oben, links, oben. So gut wie neu. Prima. Aber ich frage mich nach wie vor, warum wir Sarah mitnehmen. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ich kann es Ihnen nicht verübeln, sich bei dem Wetter einen Unterschlupf zu suchen. Okay, gut. Hier müssen wir wieder was gießen. Jetzt bin ich schon wieder gespannt, wenn der nächste Checkpoint kommt. Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange, ansonsten muss ich die Folge mal teilen. Okay, ja. Uns ist wieder, oder weiterhin ist uns Sarah markiert. Was müssen wir jetzt mit ihr machen? Wir werden ja wohl schlecht da oben das anvisieren können. Das müssen wir mit ihm machen. Wir müssen jetzt mit ihm da oben hinzielen. Genau, und jetzt können wir nämlich hier hoch. Ich schätze, das Auto haben sie auch mitgenommen. Dann suchen wir wohl besser eine Abkürzung, Dr. Sandler. Sobald wir an diesem Zaun vorbeikommen, sind wir im Besucherzentrum. Okay. Boah, so viel hier einzusammeln. Wir müssen jetzt hier erstmal aufmachen, nicht dass uns... Was ist denn mit der Kurbel der Torwinde passiert? Die hat sicher irgendwas gefressen. Ja, natürlich. Die Dinos haben die Torwinde gefressen. Ich würde sagen, wir boxen uns jetzt hier mal durch. Die muss ja irgendwo drin sein. Hier war schon mal keine. Und hier hinten? Kann ich das hier nicht kaputt machen? Ich wollte gerade sagen. Ui. Mal so ein blaues Steinchen gehabt, so einen blauen Stud. Das hier können wir nichts machen. Können wir hier irgendwas machen? Nee, auch nicht. Das hier können wir wieder kaputt hauen. Da hinten müssen wir hochhüpfen. Vielleicht ist das dann da oben. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay, ich dachte, müssen wir wieder mit... Nein! Genau, Ellie wollte ich, nicht Sarah. Gut, das müssen wir hier runterschieben. Okay. Und das können wir jetzt drehen. Dann geht das auf. Irgendwie müssen wir das doch hier... Was müssen wir machen, damit das aufbleibt? So geht's jetzt wieder auf. Zu. Also bis zu einem bestimmten Punkt geht's.
Nein, 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 lauf weiter. Schön weiterlaufen. Ah, okay. Wir hatten es anscheinend noch nicht ganz offen. Warum müssen wir jetzt wieder in den Shit abtauchen? Wahrscheinlich ist da die Kurbel drin. Hat es doch ein... Allen Ernstes, es hat wirklich einen Dinosaurier gefressen und dann hier hinten wieder ans Tageslicht gebracht? Naja, gut. Okay, in die Richtung kurbeln mit L. Und... So, Sarah, jetzt kannst du wieder zu uns. Ich wechsle hier schon mal. So, zack. Was sagt denn hier Mr. DNS heute? Jetzt... Okay, also der Dino kann nicht mit Mr. DNS reden, oder? Wir hatten es schon abgeschlossen. Dr. Sebbe, hier lang. Durch dieses Loch gelangen wir zum Besucherzentrum. Oh, wir haben Bernstein bekommen. Komm, das hier nehmen wir noch mit. So. Aber jetzt müssen wir hier mal langsam weg. Das Unwetter wird stärker. Sehr gut, da oben ist das Besucherzentrum. Es ist ja auch sehr vertrauenserweckend, dass der Zaun da einfach so kaputt ist. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr, am E-Stock. Wir haben einen Verräter in den eigenen Reihen. Na sowas. Jawohl, ja. Also ich würde mal sagen, das Level, das haben wir echt richtig gut abgeschlossen, dank Sarahs Hilfe. Das war ja recht angenehm, mit ihr die ganzen Stats einzusammeln, so wie die da durchgerannt ist. Und... Jawohl, ja. Wir sind ein wahrer Überlebender. Wir haben wie viele Minikits? Wir haben 3 Minikits bekommen, okay. Und wir müssten jetzt eigentlich... Ach, Ellie Sattler, okay. Gary Harding. Den haben wir auch freigeschaltet. Das ist der sich eigentlich hier um die IT kümmern sollte. Der Labortechniker. Einiges haben wir hier freigeschaltet. Und wir haben... ach, ja, hier, genau, Triceratops freigeschaltet. Perfekt. Dann hatte ich sogar mit der Spezies eben recht. Sehr schön. So. Aber ihr Lieben, oh ja, sogar 2 davon. Damit würde ich auch sagen, verabschiede ich mich für heute von euch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Tschüss.